Punkt 14 Uhr, ich würde sagen, wir starten. Mein Name ist Alexim Kriuti von Edcom. Ich heiße Sie willkommen zu diesem Webinar heute mit unserem langjährigen Partner Panagenda. Und bevor ich jetzt die Präsentation an Herrn Vogler übergebe, würde ich gerne ein paar organisatorische Kleinigkeiten anmerken. Sie sind erstmal alle auf stumm gestellt. Sie können aber jederzeit Ihre Fragen in die Chatbox schreiben. Und diese werden dann entweder direkt während des Webinars beantwortet oder dann im Anschluss in der Q&A-Session. Am Ende hebe ich dann noch die Stummschaltung für alle auf, sodass Sie dann auch selbst Ihre Fragen stellen können. Dann übergebe ich jetzt die Präsentation an Herrn Vogler und freue mich mit Ihnen auf ein spannendes Webinar. So, ich hoffe, Sie können alle meinen Schirm sehen. Jawohl, so sieht das jedenfalls aus. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr sozusagen über die Einladung von der Edcom und dass Sie heute alle dazustoßen. Das Thema, wie gesagt, unserer heutigen Präsentation ist Produktivität steigern und Kosten senken für Microsoft 365. Und das möchten wir Ihnen gerne anhand unserer Lösung Panagenda Office Expert präsentieren. Mit mir heute dabei ist der Herr Stefan Fried, der das alles viel besser kann als ich. Also ich mache quasi nur die Unterhaltungstonspur, bis es dann tatsächlich sozusagen ans Eingemachte geht. Und damit darf ich uns beiden nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Florian Vogler, bin Geschäftsführer der Panagenda Gruppe. Und Stefan, vielleicht magst du kurz Hallo sagen. Hallihallo, ja, herzlich willkommen zum Webinar. Super. Und damit steigen wir auch gleich ein. Und ich mache so nicht einen leichten Schwenk sozusagen rein von der Thematik her. Ich möchte sozusagen das Thema ein bisschen einleiten mit der Überschrift intelligente Daten und mehr für Microsoft 365. Wir nehmen uns also einer Vielzahl von Daten aus Ihrem Office-Universum an oder Ihrem Microsoft-Universum, um diese einer smarteren und besseren Verwendung zuzuführen, sodass man einerseits nicht die Nadel im Heuhaufen suchen muss und andererseits sozusagen schon die Daten zur Verfügung hat, die man sich sämtlich immer schon gewünscht hat. Das leitet auch gleich über sozusagen in die Frage, warum Office Expert, warum Daten sammeln, welche Daten sammeln. Und das würde ich gern anhand der Thematik erklären, was unsere Kunden brauchen, sprich das, was im Laufe der letzten Jahre Kunden vermehrt an uns herangetragen haben. Das ist ganz allgemein sozusagen mit der Überschrift zu beantworten, dass alle unsere Kunden bessere Informationen aus Microsoft 365 brauchen. Besser insofern, als die Daten sind eigentlich vielfach einfach da. Sonst könnten wir daraus ja auch nichts umso Besseres zaubern. Aber entscheidend ist eben, dass es teilweise sehr viele Daten sind, dass die Daten nicht ganz einfach zu bekommen sind und dass Kunden häufig einfach sehr spezifische Antworten auf ihre diversen Fragestellungen brauchen. Im Grunde genommen ist das Kernziel sozusagen, vier spezifische Säulen ganz gezielt zu adressieren und die würde ich ganz gerne durchgehen. Das ist einmal die Frage ganz allgemein, digitale Transformation zu durchleuchten. Also wie wird eigentlich Teams genutzt als der zentrale Kollaborationsbaustein im Microsoft 365-Universum, dass man also besser sehen kann, welche Teams nutzen. Lustiges Doppelwort sozusagen. Und das Durchbrechen von Adoption-Hindernissen. Also in der Kernfrage, dass wenn man sich für Teams entschieden hat, dass man dann sicherstellt, dass möglichst viele oder alle Benutzer im Unternehmen das auch nutzen. Und zwar weniger im kontrollierenden Sinne, als vielmehr in dem Sinne, dass darauf die gesamte Produktivität im Unternehmen ja fußt, dass nur wenn miteinander Mitarbeiter zusammenarbeiten und auch alle das Werkzeug nutzen und nutzen können, dass dann sichergestellt ist, dass die Zusammenarbeit im Unternehmen bestmöglich ist. Daraus leiten sich natürlich dann Fragestellungen ab, ob man daraus auch Listen generieren kann, um zum Beispiel gezielte Kampagnen als solches durchführen zu können, um also Mitarbeiter anzuschreiben und zu sagen, können wir helfen, die Nutzung von Teams als solches zu verbessern und das gezielt zu tun, statt sozusagen einzuschreiben, die ohnehin möglicherweise Teams schon gut nutzen. Also das erste Thema ist die ganz allgemeine Nutzung von Teams.
Die zweite Säule hat dann zu tun mit Trendanalysen. Und das ist einerseits mal Vergleiche im Microsoft 365 Universum als einfaches Beispiel. Wenn man Teams einführt, dann wünschen sich viele Unternehmen, dass dadurch Mail-Nutzung auch entsprechend bis zu einem gewissen Grad zurückgeht und nicht sozusagen entweder gleich bleibt oder geschweige denn anwächst. Anderes Beispiel wäre, wenn man von zum Beispiel Skype, ob ihr Skype oder Skype for Business auf Teams wechselt, dass man also erkennen kann, ob diese Adoption als solches auch stattfindet oder ob das weiter gleichermaßen genutzt wird. Wir können darüber hinaus auch Vergleiche mit anderen Produkten außerhalb des Microsoft 365 Universums durchführen. Also es gibt immer wieder Kunden, die sagen, wir würden das gern korrelieren gegen zum Beispiel die Nutzung von anderen Videoconferencing-Systemen, um einfach sicherzustellen, dass wir Lizenzkosten dahingehend optimieren können und sicherstellen, dass möglichst alle oder viele Mitarbeiter-Teams als zentralen Collaboration- und Video- oder Audio-Conferencing-Service nutzen. Dazu sehen wir uns später dann sozusagen auch Dinge live an. Als nächstes kommt dann Hilfestellung bei der Lizenzierung. Die Lizenzierung im 365-Universum ist deutlich komplexer, als es manchmal anmutet. Gibt also inklusive meiner selbst sozusagen, am Anfang habe ich gedacht, da gibt es irgendwie so 2, 3, 4 verschiedene von Lizenzen, aber weit gefehlt. Da gibt es ein ganzes Dickicht von unzähligen verschiedenen Verrechnungsmodellen, Lizenzmodellen und Ähnlichem. Und da ist es natürlich wichtig, dass man die entsprechend optimieren kann. Etwas klarer ausgedrückt, das kannten wir schon aus der Office-Welt sozusagen, dass man grundsätzlich allen Mitarbeitern auch Access installiert hat oder auch Excel oder wie auch immer und am Ende feststellt, dass die meisten Mitarbeiter zum Beispiel nur Word benutzen und nur wenige benutzen auch PowerPoint zum Beispiel und Excel und dahingehend zum Beispiel die Nutzung zu optimieren. Dasselbe gilt natürlich für den kompletten O- bzw. M365-Stack, um an der Stelle entsprechend Lizenzen optimieren zu können. Das geht noch sehr viel weiter. Ich vermute, dass mein Kollege Herr Fried sozusagen später nochmal aufnimmt, eben in der Frage, wann laufen Lizenzen ab? Einen bestimmten Pool von Lizenzen möchte man gegebenenfalls schon sozusagen halten und nicht bis auf die letzte Lizenz sozusagen optimieren, sondern einen Pool offen halten an der Stelle. Und dahin ist die Optimierung jetzt nicht nur eine Frage von, welche Lizenzen sind da frei und dann kann ich die alle als solches freistellen, sondern das smart zu tun. Und damit kommen wir dann auch schon zum vierten Baustein. Der vierte Baustein ist Verfügbarkeitsmonitoring, das wir in der längeren Vergangenheit erstmal gelöst hatten über ein sogenanntes Bot-Framework, wo man zum Beispiel in verschiedenen Lokationen, Kontinenten, Standorten eben einfach hergehen konnte und sagen konnte, wir vermessen regelmäßig, wie verfügbar die M365-Welt als solches ist, in regelmäßigen Abständen. Wir haben jetzt erst kürzlich ein neues Produkt aus der Taufe gehoben, dass das auf alle Arbeitsplätze in einem Unternehmen ausweiten kann. Und das hat zwei ganz wesentliche Vorteile. Das eine ist, dass es damit sozusagen die Verfügbarkeit der M365-Services von allen Arbeitsplätzen als solches abbildet und als solches darüber reporten kann. Und zum Zweiten eben nicht sozusagen jetzt einfach simulierte Interaktion als solches durchführt, möglicherweise dann, wenn Benutzer das Service gar nicht nutzen, sondern de facto die eigentliche Nutzung im Unternehmen abbildet, sodass man einfach sehen kann, war das letzte Video-Meeting von bestimmten Mitarbeitern in der Qualität gut oder schlecht, wo im Unternehmen bestehen Probleme und das geht sehr weitreichend. Das möchte ich jetzt noch nicht weiter vorwegnehmen. Das also im Grunde genommen sozusagen die vier wesentlichen Säulen. Und das würden wir zusammenfassen wollen, dass wir Ihnen einerseits bessere Informationen liefern, aber viel wesentlicher diese Daten eben entsprechend clever machen, weil wir sie entsprechend anreichern, vorverarbeiten und sicherstellen, dass Sie nicht erst die Nadel im Heuhaufen suchen müssen und Sie einfach nur einen Haufen Daten haben, wo Sie sich erst selber zurechtfinden müssen. Das heißt, das wird von uns entsprechend vorverarbeitet. Bevor ich darauf näher eingehe, gehen wir nochmal vielleicht in die Thematik rein. Das ist das, was den einen oder anderen Kunden dann doch immer wieder beschäftigt ist. Es gibt ja nun Standardauswertungen, die von Microsoft zur Verfügung gestellt werden. Die sind aber extrem hoch aggregiert. Das heißt, ja, die sind gut und die sind auch schön, aber sie sind so weit hoch aggregiert, dass sie mir zwar ein sozusagen gutes oberflächliches Bild geben, aber das ist ein bisschen so wie die Titanic ist nicht an der Spitze des Eisbergs zerschellt, sondern am Eisberg selbst. Und der ist da an der Stelle vorinhaltlich ausgeblendet. Ich möchte das gerne etwas spezifischer beschreiben, einfach nur anhand von verschiedenen Beispielen. Das geht auch deutlich weiter, aber das ist das, was
am wesentlichsten erstmal hervorzuheben ist, dass einerseits Microsoft Adoption-Daten nur für 28 Tage bereitstellt und Microsoft 365-Auswertungen zwar auch über einen Zeitraum von 180 Tagen, aber fast alle Unternehmen, mit denen wir sprechen, die sagen, alles, was weniger als 365 Tage, teilweise sogar 2 Jahre ist, ist schwierig, schwierig einerseits vor dem Adoption-Hintergrund, wenn man verstehen will, wie bestimmte Dinge die Nutzung im Unternehmen verändern, Stichwort Covid, Corona, auch da hilft es nicht, wenn man nur die letzten 28 Tage vor Auge hat, sondern da ist es deutlich hilfreicher, wenn man sich die letzten 6 Monate oder in 6 Monaten dann die zurückliegenden 6 Monate ansehen kann. Und für die übrigen Auswertungen, sowohl im Lizenzsinne, als auch im Nutzungssinne, als auch im Performance-Sinne, ist es wichtig, dass man, wie gesagt, üblicherweise 1 Jahr und mehr überblicken kann. Darüber hinaus fehlen in den Visualisierungen von Microsoft ganz viele verschiedene Details, zum Beispiel, wer zum Beispiel Teams nicht nutzt. Also es ist zwar hilfreich, eine Übersicht zu haben, wird Teams genutzt oder von wie vielen wird Teams genutzt, aber häufig steht dann die Frage natürlich oft dahinter, dass man sagt, wer nutzt es nicht. Das ist einerseits eine Lizenzfrage, ist aber auch eine Frage eben, dass man sicherstellt, dass alle Mitarbeiter im Unternehmen mitgenommen werden. Dann fehlt den Microsoft-Auswertungen organisationaler Kontext. Also die Frage ist, in welchen Abteilungen wird es genutzt oder in welchen Standorten oder Unternehmensteilen. Und diese Informationen sind einfach schlichtweg nicht verfügbar oder werden nicht verfügbar gemacht in den Visualisierungen, die bereitgestellt werden. Und dann eben Fragen, wie wir sie vorher hatten, wie und mit welchen Produkten arbeiten Benutzer zusammen, um festzustellen, findet das meiste von der Collaboration eben in Teams oder in einer ausgewählten Workload statt oder in mehreren und ist das unterschiedlich über unser Unternehmen hinweg. Damit nochmal sozusagen zurück, was wir mit Office Expert tun. Was wir mit Office Expert tun, ist, dass wir auf der linken Seite sozusagen hier eine ganze Vielzahl von Daten, und das ist jetzt hier sozusagen nur ein Auszug, der aber hoffentlich schon visuell bebildert, dass wir eine ganze Menge von Daten als solches beziehen. Die werden on-premises bei Ihnen in einer Appliance gespeichert, sind Ihre Daten und werden dann entsprechend ausschließlich bei Ihnen on-prem als solches auch verarbeitet. Und dazu zählen also Dinge wie ganz allgemein, welche Teams gibt es im Unternehmen, innerhalb der Teams, welche Channels zum Beispiel, welche Mitglieder und Eigentümer sind in den Teams, Daten aus der Teams-App als solches, Azure-Daten, also das ist dann wieder so der organisationale Kontext. Und damit greifen wir im Grunde genommen das gesamte Datenuniversum ab, das Ihnen als solches ja so gehört. Und sammeln diese Daten für Sie in einem Data Warehouse bei Ihnen in der Office Expert Appliance und führen die dann entsprechenden Auswertungen zu. Das sind einerseits automatisierte Auswertungen, dann visualisierte Auswertungen in Form von Dashboards. Man kann auch eigene Reports bauen und ist natürlich auch integriert zu nutzen, sodass man zum Beispiel mit Power BI oder Ähnlichem sozusagen die Daten auch weiter auswerten kann, beziehungsweise mit den Werkzeugen, die wir bereits zur Verfügung stellen. Das spannt sich dann nicht nur um Teams, weil wir vorher so auf Teams erwähnt haben, sondern grundsätzlich sozusagen sammeln wir diverse Daten aus dem M365-Stack. Und damit würde ich übergeben an meinen Kollegen, den Herrn Fried, der Ihnen das deutlich schöner und besser zeigen kann, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und da gilt ein Bild, das sich dann auch noch bewegt und sozusagen aus dem Produkt selbst kommt, ist nochmal deutlich besser als PowerPoint. Ich komme später nochmal sozusagen wieder, also ich bleibe hier, keine Sorge. Und damit übergebe ich an Herrn Fried. Perfekt. Florian, wenn du mir die Kontrolle gibst oder eben den. Ja, das hatten wir auch schon. Dann werde ich genau. Gleich so, los geht's. Okay. Okay, ich verschiebe da noch ein paar Dinge und dann geht's schon los. Perfekt. Dann steige ich am besten in der Live-Demo gleich zu dem ganzen Thema Lizenzmanagement ein und gehe dann in weiterer Folge in Richtung Teams Usage, Teams Analytics und dergleichen. Lizenzmanagement. So wie der Herr Vogler schon erwähnt hat, wir oder Office Expert sammelt viele Informationen ein und unter anderem auch sehr viele Informationen hinsichtlich den Azure AD-Attributen jedes einzelnen Users. Und nachdem jeder User quasi eine Subscription assigned bekommen hat vom jeweiligen Admin,
haben wir die Information verfügbar zwischen User, Subscription, beziehungsweise auch all den anderen Extension-Attributen oder Attributen, die im Umfeld von den User verfügbar sind. Und daraus können wir quasi Bilder machen, wie Sie hier zum Beispiel sehen in der License Management Overview, die eine grundsätzliche Übersicht liefert hinsichtlich, was bezahle ich monatlich derzeit anhand der Subscriptions, die verfügbar sind oder die eben in Ihrem Tenant aktiv sind, im Vergleich zu, was habe ich an Subscriptions verfügbar, die derzeit überhaupt nicht einem User assigned sind, also einfach brach liegen. Damit wir hier eine Eurozahl oder eine andere Currency darstellen können, ist es notwendig, dass Sie als Firma quasi einmalig Lizenzkosten mappen. Also zum einen, wenn Sie hier auf diese Page gehen, dann sehen Sie die gesamte Liste all der Subscriptions, die in Ihrem Unternehmen verfügbar sind oder die Sie verwenden. Also wir zeigen Ihnen hier nicht alle 200, 300, die Microsoft offeriert, sondern nur jene, die Sie in Ihrem Unternehmen verwenden. Und Sie entscheiden, welchen Price-Tag, welche Preisindikation hier zum Beispiel für eine E5-Lizenz zum Beispiel gültig ist. Was Sie hier sehen, sind die Listenpreise von Microsoft. Aber wenn Sie sagen, nein, Sie zahlen für eine E5 nicht 48 Euro, sondern nur 10 Euro, dann würden Sie hier einfach den Wert überschreiben. Und dieser Wert wird sofort reflektiert in den ganzen License-Management-Übersichten. Was haben wir in License Management Übersicht? Zum einen die Darstellung über welche, ja, was sind meine monatlichen Kosten und was hätte ich hier schon als mögliches Potenzial von den brachliegenden Lizenzen und wie ist diese Aufteilung hinsichtlich, ist es mehr E3, ist es mehr E5 oder ist es mehr Azure, AD Premium oder dergleichen. Also einfach einmal so einen Überblick zu bekommen, wie ist die Verteilung in Ihrem Unternehmen. Wenn wir vielleicht sehen möchten, welche Subscriptions an sich existieren, dann gibt es hier zum Beispiel eine Subscription Details Overview. Ich scrolle ein bisschen runter. Wir haben es vorhin erwähnt, es ist für ein Unternehmen wichtig zu wissen, welche Lizenzen laufen bald aus oder welche Subscriptions laufen aus und sind dann de facto für den End-User nicht mehr verfügbar. Wir haben hier glücklicherweise ein Beispiel und das sind Dynamics Ops Plan Enterprise Edition zum Beispiel, wo wir sehen, dass wenn ich das wieder rüber, dass 30 User-Lizenzen hier abgelaufen sind, aber 5 User haben nach wie vor mit Stand heute noch immer Dynamics 365 Lizenzen assigned. Also die haben es nach wie vor assigned, können es aber nicht mehr verwenden, weil eben die Subscription abgelaufen ist. Und das ist zum Beispiel so eine Indikation, wo Sie den Nutzen dieser Daten heranziehen können, um hier gegebenenfalls schon rechtzeitig eine Notification triggern zu lassen. Okay, in den nächsten 30 bis 60 Tagen läuft mir hier diese Subscription aus. Ich muss hier reagieren, verlängern oder wirklich die Subscriptions anassignen von dem jeweiligen User. Also hier bekommen wir eine schöne Übersicht, welche Subscriptions laufen aus, beziehungsweise wenn ich sehen möchte, was sind denn eigentlich diese Lizenzen, die mir hier 3000 Euro fast an brachliegenden Lizenzen darstellt, dann ist es nicht sonderlich schwer, das herauszuevaluieren, weil ich sortiere hier diese Spalte mit Assigned Subscriptions, sehe hier, dass zum Beispiel diese E5-Subscription hier, dass ich hier ungefähr in Summe 1.000 Euro brach liege, weil ich hier 20 Lizenzen habe, die einfach verfügbar sind, aber niemanden verwendet. Und das Gleiche gilt auch hier zum Beispiel bei AD Premium P1 zum Beispiel, dass hier ungefähr 60 Lizenzen oder rund 60 Lizenzen brach liegen und das eben in Summe durchaus Geld ausmacht, der sich Monat für Monat an Lizenzkosten der Microsoft abstottern muss. Also hier eine gezielte Darstellung hinsichtlich dieser ganzen Subscriptions, die in meinem Unternehmen herumliegen. Wenn wir das mit dieser Expired-Darstellung nochmal darstellen wollen, dann würde ich hier, oder nehmen wir da am besten dieses Power BI Pro ist immer ein bestes Beispiel. Hier bekommen Sie auf der Zeitachse dargestellt, ab welchem Zeitpunkt habe ich welchen User oder wie viele User Subscriptions sind. Also hier sehe ich zum Beispiel diesen Anstieg, dass plötzlich 8 User hier Lizenzen bekommen haben. Über die Zeitachse werden Sie höchstwahrscheinlich dann auch soon expired oder eben auch expired Lizenzen hier sehen. Das, was hier in diesem Beispiel hier zum Beispiel nicht der Fall ist, aber Sie würden hier auch erkennen, dass in den nächsten 30 Tagen hier vielleicht Lizenzen ablaufen und dann in weiterer Folge dann auslaufen. Diese Daten sind verfügbar. Wenn Sie aber nicht von dieser holistischen Overview quasi das sehen möchten, sondern vielleicht auf Department Level, dann können Sie hier auf den nächsten Level springen. Und was wir hier ja mehr oder weniger hardcodiert auf by Department oder by Country haben, ist zumindest ein Startpunkt, wobei wir
dem Unternehmen komplettes Freilassen anhand von Partitionsdefinitionen oder Tenant Segmentation oder wie Sie es auch immer nennen wollen, wo Sie selbst entscheiden, welche Attribute, die ein User in seinem Azure AD heranzieht oder verwendet, möchte ich jetzt meine Lizenzsache gefiltert haben. Entweder nehme ich wirklich by Department oder by Country, also die typischen Felder, die verfügbar sind, oder wie ich in dem Falle hier heranziehe, ich habe im Hintergrund so eine Partition konfiguriert. Das ist nichts anderes als eine Condition, die, wo ich sage, alles von dem Land Indien plus oder eben, wenn der User der City Almelo zum Beispiel angehört, das möchte ich vorgefiltert bekommen. Und das ist genau diese Partition, die ich hier zum Beispiel selektiert habe. Deshalb sehe ich hier als Beispiel 33 User, die genau in diese Partition reinfallen würden. Und würde auch hier erkennen, dass zum Beispiel dieser Mr. Forrest zum Beispiel 6 Subscriptions verbrennt oder assigned hat mit diesen Informationen beziehungsweise auch mit dem Price Tag. Wenn ich hier aber zum Beispiel auf die gesamtheitliche Overview gehe von der gesamten Firma, dann sehe ich, dass ich 200 User in meinem Unternehmen habe und kann hier pro Department eintauchen. Also wenn ich hier zum Beispiel auf Administration klicke, dann sehen Sie, wie unten quasi diese Ansicht gefiltert wird, dann sehe ich nicht mehr alle 200 User, sondern nur mehr die 10 User, die genau in dieser Department hineinfallen. Ich würde auch hier so eine Verteilung sehen, welche Subscriptions werden verwendet in dieser Abteilung im Vergleich zu dieser DevOps-Abteilung zum Beispiel. Und wer sind die Top-User hinsichtlich der Subscription-Assignments. Und das Gleiche gilt es auch bei Country. Also genau diesen Einblick zu geben, welche Länder haben welchen Price-Tag hinsichtlich der Subscription ist hier quasi dieses Potenzial. Wenn wir aber über die echten Kosteneinsparungen reden, wird das Bild noch besser und noch schärfer, weil ich glaube, da findet jedes Unternehmen sofort nach Tag 1 einen Mehrwert aus diesen Daten, was wir beziehen. Was wir machen ist, wenn wir über Cost-Savings-Potenziale hinsichtlich Lizenzmanagement sprechen, ist, dass wir auf Basis von den 6 aktiven Workloads, die ein Unternehmen grundsätzlich von Microsoft bekommt, die Aktivität messen können. Wir können aber auch, oder wir haben, oder Office Expert hält auch die Informationen da, ob ein User auch Aktivität in Richtung Power BI oder Power Apps, Power Automate oder was auch immer im Hintergrund macht. Also nicht nur auf diesen 6 Aktivitäten, Workloads ist es limitiert, sondern wir haben mehr als das an Informationen verfügbar. Nichtsdestotrotz, inactive Users bei der Cost Savings heißt nichts anderes, dass ich auf Basis der letzten 30 Tage von meinen Usern her, hätte ich hier eine Liste an 142 Usern, die in den letzten 30 Tagen keine einzige Aktivität gezeigt haben, in keinen dieser Workloads, was ein Potenzial von 5.000 Euro pro Monat quasi ein Einsparungspotenzial liefert. Wenn ich aber sage, nein, mich interessiert jetzt nicht ein Monat, weil das ist zu kurz, dann kann ich das natürlich auf ein 6-monatiges Intervall runterspringen und dann fallen plötzlich statt 143 User nur mehr 4 User rein und ich hätte ein Potenzial von rund 200 Euro, die ich potenziell einsparen kann, weil diese 4 User nach wie vor diese Lizenzen subscribed haben. Hier zum Beispiel ein User, der 7 Subscriptions hat und die kann ich mehr oder weniger wegnehmen, weil der User schon seit 6 Monaten keine Aktivität mehr im System gezeigt hat. Also zum einen inaktive User hinsichtlich Lizenz-Subscription, dieses Mapping zu finden, ist das erste Potenzial, was wir aufdecken. Das zweite Potenzial ist hinsichtlich deaktivierten User. Wenn Sie einen User blocken, Block for Sign-In zum Beispiel, dann liegt der User brach. Der User wird höchstwahrscheinlich eine Subscription von Ihnen noch halten, weil er vielleicht auf Maternity Leave ist und deshalb dann nach 2, 3, 4 Monaten wieder zurückkommt und deshalb auch seine Mailbox erhalten bleiben muss. Deshalb ist es valide, dass eben dieser User hier, der geblockt ist, eine Subscription noch hält. Aber angenommen, Sie haben hier eine Userliste, 10 User, wo eben das Disabled Date über ein Jahr hinweg schon liegt. Also sprich ein User, der de facto oder höchstwahrscheinlich gar nicht mehr zurückkommt, wo vielleicht der interne Prozess nicht sauber durchgelaufen ist, dann wären genau das die User, die Sie quasi auch löschen, unassignen von den Subscription her können und dergleichen. Also wirklich die Sicht nicht auf Inactivity, sondern auf deaktivierte User richten. Und der dritte Aspekt, den wir betrachten, sind sogenannte überlappende Subscriptions. Sie können sich vorstellen, eine überlappende Subscription ist etwas, zum Beispiel der User Stefan hat eine E3-Lizenz und hat zugleich auch einen Exchange Service Plan 1 zum Beispiel assigned. Was bedeutet, er hat 2 Subscription, die er hat von Admin bekommen, wo er quasi doppelte Lizenzen mehr oder weniger zahlt. Wie hier in diesem Beispiel sehen wir, dass dieser User hat einerseits, oder ich könnte einerseits diese P1-Lizenz im Azure mir ersparen oder anassignen,
würde ein Potenzial von 5,10 Euro bringen, weil er ohnehin eine EMS plus Security E3 Lizenz hat, wo automatisch Premium B1 inkludiert ist. Also Sie hätten auf einen Schlag, wenn ich das wieder zusammenklappe, hier ein Potenzial von diesen rund 25 Euro, die eigentlich überlappende Lizenzen ausmachen. Das ist jetzt vielleicht hier in diesem Beispiel, in dieser Demo-Umgebung nicht so viel, aber in einer größeren Umgebung kann sich da einiges an hunderten Euros zusammen addieren, wenn Sie hier überlappende Lizenzen assigned haben. Weil Sie es einfach auch in Microsoft-Kontext nirgends rausbekommen, ob jetzt diese Lizenz überlappt mit einer anderen. Das analysieren wir hier und geben Ihnen hier auch diesen Überblick. Also das einmal so die ersten Bereiche, was wir im Lizenzmanagement geben. Es gibt dann noch einen Chargeback-Accounting, den ich jetzt für den Moment mal weglasse und würde mal kurz hinüberspringen in das, was wir mit Teams Analytics oder Teams Usage Analyse grundsätzlich dort offerieren. Wir betrachten bei Teams Analytics mehr oder weniger zwei große Bereiche. Zum einen eben den Bereich, welche Teams existieren da draußen. Wer sind die Owners, wer sind die Members, wie viele Aktivität anhand von Messages, Replies gibt es und bringen auch den Connects zusammen hinsichtlich der dahinterliegenden SharePoint Teamside. Wie Sie es zum Beispiel wissen, im Admin-Portal haben Sie den Admin-Space für Teams und Sie haben auch den SharePoint-Admin-Space, also zwei verschiedene Portale, die Sie betrachten müssen, um eben hier ein gesamtheitliches Bild zu erhalten. Und das, was wir hier machen, ist ein einfaches Portal, wo Sie genau diese zwei Komponenten, die essentiell sind für Teams-Analyse, in einem Portal zusammenbringen. Was haben wir hier? Wir bringen hier Informationen zusammen hinsichtlich den Aktivitäten, was spielt sich in den verschiedenen Teams hinsichtlich der Anzahl der Likes und Images und Files ab. Aber nicht nur das, wir bringen auch hier die Komponente hinein, wie viele User haben auch in den Zeitraum von den letzten 7 Tagen, wenn man dieses Beispiel hier nimmt, die letzten 37, 90 Tage Aktivität gezeigt. Dann sehe ich hier oder würde ich hier erkennen, in diesem Team haben in der letzten Woche nur 3 User Aktivität gezeigt. Über die gesamte Strecke sind es halt 8 User gewesen. Also sprich, es gehen wir schon langsam die User hier, gehen automatisch irgendwie weg, also die zeigen keine Aktivität mehr. Wenn ich mir hier vielleicht dann ein bisschen mehr die Information darstellen lasse, okay, ich möchte nicht nur eine Teams-Liste haben, sondern ich möchte wirklich Informationen hinsichtlich eines Teams sehen, dann klickt man einfach nur auf dieses Team zum Beispiel, was mich interessiert, und würde hier automatisch die Details von diesem einem Team sehen. Einerseits hinsichtlich Aktivitäten, Department Locations, kann sie vergleichen. Ich habe auch einen Kontext zu E-Mails, die wir oder die Office Expert auch einsammelt, um unterscheiden zu können, ist das jetzt ein internes E-Mail, ein externes E-Mail. Aber was wirklich wesentlich ist, ist zum Beispiel die Aktivität darstellen zu lassen. Das ist genau dann diese Zeitachse, die Sie dann für jedes einzelne Team dann einsehen können und welche Informationen Sie hier auch dem Team-Owner dann in weiterer Folge zur Verfügung stellen können. Also Sie würden hier in dem Falle sofort erkennen, dass hier 5 Channels aktiv genutzt worden sind über den Zeitraum. Aber wenn ich hier zum Beispiel auf einem kürzeren Intervall stehe, dann sind es nach wie vor diese 5 Kanäle, wobei dieser eine Kanal hier wesentlich mehr an Aktivität gezeigt hat, als es was für die gesamte Historie hier zum Beispiel der Fall war. Also hier auch quasi den Kontext reinzubekommen, wo sind wirklich aktive Kanäle? Oft gibt es ja den Fall, ein Team mit 20, 30 Kanäle, aber keiner weiß so recht, wo gibt es wirklich Aktivität. Hier bekommen Sie sofort diese Transparency geliefert. Das, was Sie hier sehen und auch all die Informationen, die hier in den verschiedenen anderen Maps oder Dapps hier versteckt sind, kann jeder einzelne Team-Owner konsumieren. Und das Konsumieren schaut in dieser Sache so aus, dass wenn ich hier zum Beispiel meinen Teams-Client öffne, wir liefern Office Expert auch mit 2 sogenannten Teams-App aus. Und die Teams-App ist nichts anderes, dass Sie hier einen Dapp haben mit My Team Insights. Und Sie bekommen hier eine Liste dargestellt von all den Teams, wo Sie als Owner geführt werden. Also Sie bekommen nicht die volle Liste, so wie es der Admin im Portal sieht von Office Expert, sondern Sie bekommen nur eine Liste, wo Sie Team-Owner sind. Und genau der Kontext, den Sie hier sehen, war auch vorher im Webbrowser für mich als Admin sichtbar, aber hier bin ich als User Stefan Fried eingeloggt, als Owner und sehe hier genau die Informationen an Daten, die ich als Owner vielleicht brauchen werde. Genau, also diesen Aspekt gibt es, was wir im Teams Client mitliefern. Wenn ich da einen Sprung zurück mache, also das ist die Ansicht hinsichtlich, welche Teams existieren, wie schauen die Channels aus, wie schaut die Aktivität dergleichen aus.
Wenn wir uns aber den anderen Blickwinkel uns betrachten wollen, also sprich, wie schaut es aus Sicht vom End-User aus oder aus Sicht vom Department, aggregiert auf Department-Ebene, dann gibt es hier dieses Level of Engagement. Und Level of Engagement liefert Ihnen genau dieses Bild, dass Sie sagen können, ich sortiere hier zum Beispiel, wer ist mein Top-User hinsichtlich Private Messages. Und wenn ich diesen Aviva Ewing zum Beispiel öffne, dann bekomme ich eine Darstellung geliefert, wo ich sehe, okay, der ist Member in 40 Teams, aber er hat in den letzten 7 Tagen nur in 6 Teams Aktivität gezeigt. Und auf einer Zeitachse da unten sehe ich zum Beispiel, was er an Aktivitäten hinsichtlich Teams versus E-Mails zum Beispiel gemacht hat. Das mag vielleicht auf der User-Ecke vielleicht nicht so spannend sein, weil wir auch da hinsichtlich Betriebsrat oder GDPR vielleicht in so ein Dilemma laufen könnten. Deshalb bieten wir hier auch ein Lizenz-Add-on an, was kostenlos dazukommt, wo wir die End-User-Namen, den Display-Namen hier auch obfuscaten oder anonymisieren. Also sprich, dass es auch hier hinsichtlich vom Betriebsrat keinen Hinweis gibt, welcher User zeigt hier wenig Aktivität oder hinsichtlich oder geschweige überhaupt keine Aktivität. Deshalb ist die Sichtweise vielleicht auf pro Abteilung oder vielleicht dann auf pro Country dann vielleicht eine wesentlich bessere, weil hier könnte ich zum Beispiel sagen, ich nehme hier die Abteilung Administration, also ich bekomme alle User, die der Abteilung der Administration zugewiesen sind, eine aggregierte Darstellung geliefert, wo ich zusammen sehe, die haben in Summe 48 Teams, 11 Teams haben es Aktivität gezeigt und bekomme hier auf der Zeitachse zum Beispiel diese Information geliefert. Oder wenn ich vielleicht teamübergreifend oder nicht teamübergreifend, workload-übergreifend zwischen OneDrive und SharePoint zum Beispiel ein Bild sehen möchte, wie aktiv ist diese Abteilung zum Beispiel im OneDrive beziehungsweise im SharePoint-Bereich, dann hätte ich hier zum Beispiel diese Möglichkeit, das einsehen zu können. Also ich würde hier sofort das sehen, dass hier zu diesem Zeitpunkt sehr viele OneDrive-Aktivitäten gekommen sind, sehr viele private Aktivitäten im Vergleich zu SharePoint-Aktivitäten, die im Team übergreifend dann sind. Und das geht von Private zu Team Messages, also in verschiedenen Bereichen können wir auf Abteilungsebene oder eben auch auf Country-Ebene oder auch auf Partitionsebene, so wie Sie es vorher auch in die Lizenzmanagement gesehen haben, reintauchen. Also wenn ich hier Country India zum Beispiel wähle und ich springe hier auf All Partitions und ich selektiere hier diese eine Partition, dann bekomme ich hier eine aggregierte View auf Partitionsebene. Also ich bin nicht gebunden auf meine Attributsfelder im Azure AD hinsichtlich Department oder Country, sondern ich mache mir selber eine Partition, wo ich dann das gefiltert bekomme. Vielleicht nur einen kurzen Sidestep, wie schaut so eine Partition grundsätzlich aus? Das ist nichts Spezielles, wenn wir so eine Konfiguration uns betrachten. Wenn wir hier genau das nehmen, das ist einfach nichts anderes, dass Sie Attribute herausziehen von Azure AD, wo Sie sagen, jeder User, der die City, Allentown oder Almelo haben, oder das Country India als Country Flag haben, dann fallen genau diese 33 User hinein. Aber Sie können das beliebig erweitern, indem Sie sagen, okay, ich möchte eine weitere OR-Condition haben mit Company Name. Schauen wir mal, ob wir da was haben. Na, da haben wir keinen Wert verfügbar. Aber wenn wir sagen, nehmen wir Department, dann bekomme ich hier zum Beispiel Department DevOps, dann würde ich sehen, aha, jetzt kommen wir nochmal 9 Leute dazu und bin schon auf 42. Also ich aggregiere oder ich partizipiere, partitioniere, so muss man sagen, meinen Tenant so ein, dass es besser für meine Analyse ist und nehme nicht quasi diese Hardcoded bei Department oder bei Country Flex rein. Also das ist dieser andere Blickwinkel. Sie entscheiden, welchen Scope Sie betrachten möchten, welchen Scope Sie auswerten lassen möchten und dergleichen. Es gibt hier verschiedene andere Aspekte, die ich bei weitem nicht im Detail erklären kann oder zeigen kann. Vielleicht noch ein relevanter Aspekt, wenn wir über Security sprechen. Bei Guest Insights, und da ziehe ich gleich einmal den Connex rein, was Microsoft hier diesbezüglich liefert. In den Microsoft-Portalen haben Sie keine Information, welcher Gast-User zum Beispiel in meinen Teams Aktivität zeigt. Also Sie sehen zwar, da sind Guest-User hinterlegt, aber Sie sehen keine, oder vielleicht auch noch, dass ein Guest-User Aktivität gezeigt hat, aber Sie wissen nicht, welcher Guest-User. Und speziell, wenn Sie sehr viele Guest-User assigned haben in einem Team, dann wissen Sie de facto nicht, welcher User zeigt da wirklich Aktivität. Und genau da setzen wir auch an, um genau diese Information darstellen zu lassen. Also wir zeigen Ihnen zum Beispiel, in welchem Team gibt es wie viele External Members
Und wie viele davon haben in den letzten 30 Tagen zum Beispiel Aktivität gezeigt? Und Sie bekommen auch hier zum Beispiel genau den Usernamen dann raus, der zum Beispiel hier bei Electrical Computer Engineering die Aktivität gezeigt hat oder eben bei anderen. Also hier bekommen Sie Informationen geliefert, die darüber hinausgehen, was Sie jenseits von Microsoft derzeit bekommen. Spielt vielleicht bei Security Audits eine super Rolle oder auch, wo Sie sagen, okay, einmal im Monat oder einmal im Quartal muss es ein Audit geben, wo ich meine ganzen Guest Accounts analysieren lassen möchte und wo ein jeder Owner dann gefragt ist, Guest Accounts dann zu löschen, zu removen und dergleichen. Also das vielleicht so ein Aspekt, wo wir in der Security-Schiene hier mögliche Audit-Reports out of the box liefern können. Aber ich würde es mal so belassen für den Moment. Wie gesagt, es gibt da verschiedene andere Bereiche, was wir mit Teams-Analyse machen, Lizenzanalyse. Vielleicht noch ganz kurz noch, bevor ich wieder zum Florian übergebe. Das, was im Hintergrund wir sammeln, das ist bei Weitem mehr, als was Sie hier in den Menüeinträgen derzeit retrieven können, anzeigen lassen können. Deshalb gibt es von uns fixfertige Power BI Access Reports. Was so ein Power BI Report zum Beispiel darstellen würde, ist zum Beispiel wie in diesem Bild dargestellt, wie ist die Nutzung meiner 6 Workloads von den einzelnen Departments, die hier obfuscated sind, hinsichtlich der Workloads und würde hier erkennen, okay, mein Unternehmen arbeitet zu 50% von den Aktivitäten sehr stark im Outlook und ein bisschen in Teams und ein bisschen in SharePoint. Also es gibt hier verschiedene Pages in dem Power BI Report, wo Sie Mehrwert bekommen hinsichtlich Aktivitäten, die über Teams hinaus gehen. Deshalb, das möchte ich nur kurz erwähnt wissen, wir sammeln hier wesentlich mehr Daten, als was wir derzeit in den Menüstrukturen darstellen. Und würde einfach mal wieder zurück übergeben zum Florian. Und ich mache dich da wieder zum Presenter, Florian. Super. Vielen Dank. Damit würde ich sozusagen dann Themenwechsel vornehmen. Wie eingangs beleuchtet, sozusagen, wir haben uns jetzt angeguckt, Office Expert in der On-Premises-Variante zur Sammlung von all den vorgenannten Daten aus dem M365-Universum und würde Ihnen jetzt die Lösung vorstellen, die wir sozusagen kürzlich aus der Taufe gehoben haben. Das ist Endpoint Performance Monitoring aus der Office Expert Produktgruppe und die zieht sozusagen neben dem Themenstellungswechsel auch einen Architekturwechsel nach sich, aber vorher nochmal vielleicht zum Thema sozusagen. Wir haben also einerseits sozusagen eine zentrale Appliance, die alle ihre Daten für Sie als solches sammelt und aufbereitet und für Sie einer weiteren Verwertung zuführt. Das heißt einerseits das Konsumieren von den vielen verschiedenen Auswertungen, die wir gesehen haben und die weitere Verwertung, so wie Sie diese Daten nutzen möchten und müssen. Beim Endpoint Performance Monitoring geht es darum, dass Ihre Endbenutzer sich verschiedener Workloads, Arbeitslasten oder sozusagen Funktionalitäten aus dem M365-Universum bedienen. Ganz vorneweg sozusagen ist das ganze Thema Teams, vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch wieder von Corona, also der Wechsel von im Office zu Working from Home, beziehungsweise Home Office, erhöht sozusagen sowohl Abhängigkeit als auch viel wesentlicher das Thema, dass während vorher sozusagen die Infrastruktur unter der Unternehmenskontrolle im vollinhaltlichen Sinn war, was Bandbreite, Verfügbarkeit, Rechnerausstattung, Internet Service Provider und ähnliches anbelangte. Und jetzt arbeiten Mitarbeiter von zu Hause, die haben ihre eigene Internetanbindung. Und da fängt schon sozusagen der erste große Unterschied an, wo es ganz wesentlich wird, mit einbeziehen zu können, ob Mitarbeiter da draußen, ich sage das jetzt mal einfach etwas platt sozusagen, abgehängt sind im technischen Sinne, in dem Sinne, dass sie nicht immer Teams voneinhaltig so nutzen können, wie Sie das gerne möchten, weil zum Beispiel Audioqualität unzureichend ist oder Videoqualität oder Verbindungen gar nicht klappen und dem möchte man natürlich gerne auf den Grund gehen. Oft hängt das natürlich auch damit zusammen, dass man feststellt, dass zum Beispiel Benutzer, die vermehrt Probleme haben, Videokonferenzen teilzunehmen, zum Beispiel diese eben Headsets verwenden oder ähnliche Hardware und auch diesen Dingen kann man auf den Grund gehen. Unzureichende Nutzung von Teams führt am Ende des Tages zu Produktivitätseinbußen, sowohl auf der Mitarbeiterebene als auch sozusagen auf Gesamtunternehmensebene. Weil wenn eben die Mitarbeiter nicht miteinander zusammenarbeiten können oder es tun, dann führt das dazu, dass Menschen sozusagen ausgeklammert sind
und dass das Unternehmen nicht so produktiv ist, wie es sein könnte. Und am Ende des Tages ist es natürlich so, dass je mehr Menschen Teams verwenden, seit Beginn dieses Jahres hat sich die Anzahl der Teams-Lizenzen weltweit um den Faktor 5 erhöht, von ehemals, ich sage es mal, um die 25 Millionen Lizenzen auf derzeit, glaube ich, über 120 Millionen. Und dadurch kommt man natürlich auch zu einem höheren Helpdesk-Aufkommen, wo auch wieder die Frage für Helpdesk-Mitarbeiter ist, woran liegt das, dass in bestimmten Regionen oder bei bestimmten Mitarbeitern wir es mit Performance-Problemen zu tun haben. So. Das heißt, allgemein bedingt Produktivität, verlässliche und gute Verbindungen, weil nur wenn das sichergestellt ist und ein Mitarbeiter friktionsfrei, reibungslos arbeiten kann, dass das funktioniert. Andererseits möchte man natürlich auch sicherstellen, zum Beispiel, dass in der Transition von Skype for Business zu Teams man das nicht nur aus der Nutzungs- oder Lizenzecke oder ähnlichem betrachtet oder aus der reinen Adoption-Ecke, sondern eben auch sicherstellt, dass das genauso gut funktioniert. Dann spielen Dinge eine Rolle wie ein Frühwarnsystem. Davon hören wir später sicher auch nochmal. Frühwarnsystem, einfach nur das Stichwort. Es ist einfach so, dass wenn auf Microsoft-Ecken sozusagen es zu einem Ausfall von Services kommt, dann dauert es eine ganze Ecke auf der Microsoft-Seite, dass die das veröffentlichen als solches. Und das ist kein Versteckspiel oder wie auch immer, sondern es dauert auf deren Seite natürlich eine ganze Zeit lang, bis sie validiert haben, dass das, was unterschiedliche Regionen oder Unternehmen gerade als Performance-Problem wahrnehmen, dass das tatsächlich ein mögliches Problem bei Microsoft selbst ist. Und warum das so wesentlich ist, ist, weil wir immer wieder Kunden haben, die Stunden bis teilweise mehrere Tage versuchen, bestimmten Problemen auf den Grund zu gehen und dann am Ende des Tages festzustellen, dass es nicht ein Problem auf ihrer Seite war, sondern ein Problem sozusagen auf Seite von Microsoft oder auch zum Beispiel beim Internet Service Provider. Und das werde ich kurz sozusagen in der Spitze des Eisbergs bebildern, dann vielleicht sozusagen nochmal bei Herrn Fried kurz was zu sehen. Wesentlich ist also, dass sich eigentlich Lösungen nur mit den richtigen Daten finden lassen, wenn man also weiß, wie sind die Geräte da draußen konfiguriert, wer versucht was zu nutzen oder nutzt was, wo funktioniert das gut, wo funktioniert das nicht gut, um dann auch wieder nicht selber das sozusagen durchsuchen zu müssen, sondern dass einem das auf dem Silbertablett tabliert wird, serviert wird, so dass man sehen kann, worauf man sein Augenmerk richtet. Damit haben wir es aber auch mit dem Architekturwechsel in unserer Lösung zu tun, und zwar jetzt nicht im Wechsel im Sinne von das andere Produkt wechseln wir auch auf diese Architektur, sondern wir haben zwei unterschiedliche Lösungen. Das eine ist das ganze Thema Nutzungsdaten, Lizenzdaten, wie auch immer, das wird bei Ihnen on-premises in Ihrer eigenen Lösung oder in Ihrem eigenen Tenant gesammelt. Beim Thema Endpoint Performance Monitoring ist es so, dass auf Ihren Endgeräten sozusagen eine Komponente simpel und einfach installiert wird, die ohne Administrationsrechte installiert werden kann. Das ist super simpel, geschieht üblicherweise in wenigen Sekunden, also garantiert in unter einer Minute, ist wirklich sehr einfach und monitort dann sozusagen die tatsächliche Endbenutzererfahrung in dem Sinne, wie war die letzte Videosession, wie lange hat die gedauert, gab es Gesprächspartner, wo dann Audio- oder Videoqualitäten als solches ein Problem war, welches Headset wurde verwendet, wie war die Hardware-Konfiguration. Also das heißt, das Sammeln von entsprechend kontextuellen Daten, die wesentlich sind, um entsprechende Probleme auf den Grund zu gehen. Die Daten fließen dann in ein dediziertes Backend, also es ist ein eigener dedizierter Azure Tenant, von dem wir gegenwärtig einen in EMEA und einen in AMAC betreiben. Einen APEC steht in Aussicht und der eine ganze Reihe von Serverkomponenten beinhaltet, unter anderem auch AI und KI-Komponenten, und deswegen lässt sich das nicht einfach so on-premises klonen, weil die Infrastruktur dahinter sehr groß und gewaltig ist, sozusagen, um diese Daten in angemessener Zeit so verarbeiten zu können, dass sie entsprechend Lösungsvorteile davon haben. Wenn wir von Lösungsvorteilen sprechen, dann ist so die Kernfrage sozusagen, welche Lösungsvorteile hat man davon? Das eine ist, wenn man von den entsprechenden Endgeräten weiß, wer welche sozusagen Experience gerade im zum Beispiel Teams oder einer M365 Workload hat, dann hilft das bei der Fehlerbehebung, das hilft bei der Ursachenfindung. Warum ist es bei dem einen oder anderen Mitarbeiter, ist es gerade sozusagen schwierig unter einer bestimmten Lokation oder Unternehmensteil. Warum ist Audio- und Videoqualität schlecht? Also innerhalb einer Workload sozusagen tiefer zu tauchen. Ganz allgemein, dass man über organisationale Telemetrie verfügt. Also ist es so, dass in bestimmten Ländern oder in bestimmten Standorten mit spezifischen Internetanbindungen bevorzugt zu Problemen kommt, dass man Ausfälle erkennen kann, vor allen Dingen auch im Vorfeld erkennen können. Wir können üblicherweise innerhalb von 30 Minuten, bevor
tatsächlich irgendwas von Öffentlichkeitsarbeit geleistet ist, sozusagen Ausfälle erkennen. Und mit der Öffentlichkeitsarbeit meine ich, oftmals ist es so, dass man zwar im Internet findet, es gibt schon den einen oder anderen, der ein Problem hat. Das heißt noch lange nicht, dass Microsoft das innerhalb von 30 Minuten als solches öffentlich macht. Aber wir können sehr viel früher schon sagen, hier bahnt sich ein Ausfall an. Oder zum Beispiel in bestimmten Geografien oder bestimmten Arbeitslasten von Microsoft sind auch Ausfälle zu verzeichnen. Dann würde ich gerne einen wesentlichen Punkt noch mal kurz bebildern, der einfach wesentlich ist in dem Unterscheidungsmerkmal sozusagen, dass wenn Benutzer bestimmte Arbeitslasten, Workloads aus dem Microsoft-Universum verwenden, dann kann man sich das grundsätzlich so vorstellen, dass ein Benutzer an seinem Rechner sitzt und der verwendet dann zum Beispiel Teams oder verwendet SharePoint oder wie auch immer. Und das ist so 0 oder 1. Funktioniert, funktioniert nicht oder funktioniert langsam oder schnell, also Grauzonen dazwischen. Aber die Kernfrage ist am Ende des Tages, wenn es nicht funktioniert, woran liegt es denn eigentlich? Und das kann man sich jetzt einfach mal so vorstellen, dass wenn ein Mitarbeiter ein solches Service oder Workload nutzt, dass das Problem einerseits zwischen dem Mitarbeiter und sozusagen den der hauseigenen Infrastruktur, also Router, Switch Gateway, wie auch immer sozusagen beheimatet sein kann, dann von dort sozusagen Richtung der sogenannten Microsoft Front Door. Das heißt, das wäre dann hier beim Internet Service Provider zu verbuchen, das Problem. Oder nach der Microsoft Front Door geht es dann sozusagen in die Segmentierung der einzelnen Services bzw. Workloads und von dahin wieder die Segmentierung runter in die Datencenter. Es kann durchweg sein, dass ein Mitarbeiter, der sozusagen im M365-Universum gerade arbeitstechnisch unterwegs ist, mit unterschiedlichen Datencentern und mit unterschiedlichen Frontdoors als solches verbunden ist. Und wir vermessen das eben in den entsprechenden Kleinteilen, also nicht 0 oder 1, langsam oder schnell, sondern wir können am Ende des Tages anhand unserer Daten sagen, ob das Problem bei Ihnen zu Hause liegt oder ob es bei Ihrem Internet Service Provider liegt, ob es bis zur Frontdoor geht oder sogar bis hinten in das jeweilige Datencenter, womit man dann auch entsprechend optimieren kann und auch handlungsfähig ist, statt Stunden oder Tage lang einfach Symptomen nachzulaufen und nicht zu wissen, wo das Problem ureigentlich beherbergt ist. Damit habe ich noch eine Slide, bevor wir auch da wieder in eine Demo gehen. Wesentlich an der Stelle ist, dass wir auch da wieder uns der Sicherheitsthemen als solches bewusst sind. Die Agent auf den Endarbeitsplätzen, die werden im User-Kontext installiert, brauchen also keine Administratorenrechte. Da werden keine Zugangsdaten übermittelt. Die Daten sind sowohl addressed als auch in Transit vollinhaltlich verschlüsselt. Und bei der Speicherung ist es so, dass die Daten auch je Kunde isoliert sind, also nach dem klassischen Microsoft Azure-Modell so sicher aufbereitet. Es sind unterschiedliche Anonymisierungs- und Sicherheitsmaßnahmen möglich. Das alleine kann man trefflich Minuten bis Stunden bis Tage sozusagen im Detail erörtern. Will ich jetzt in den Slide nicht. Sie haben vorher auch schon in der Präsentation von Manfred gesehen, dass wir uns dieser Themen von unterschiedlichen Ecken annehmen können. Und das ist hier genauso gewährleistet. Und damit würde ich wieder an Herrn Fried übergeben für eine Live-Demo. Sehr gerne, sehr gerne. Das war der falsche Knopf und dann jetzt. Genau, show my screen. So, perfekt. So, ja, dann tauchen wir in diese ganze EPM-Thematik rein und würde beginnen, welche Komponente auf der lokalen Maschine verfügbar sein muss. Wie der Herr Vogler schon angemerkt hat, es läuft eine kleine App auf jeden oder es sollte auf jeden Client eine kleine App deployed werden, die eigentlich ja aus dem normalen App Store von Microsoft deployed werden kann, beziehungsweise über interne Intune oder SCCM-Prozesse etc. Die App macht nichts anderes, als dass einfach im Hintergrund über den User-Kontext quasi gewisse Messergebnisse dann in diese SaaS-Lösung dann reportet wird. Der normale End-User wird in der ersten Ausbaustufe von dieser App überhaupt nichts mitkriegen oder hat keinen Mehrwert, wenn er diese App auf seinen Client liegen hat. Wir gehen aber in die Richtung, dass auch diese App in Zukunft das Sprachrohr werden wird, wo wir den User proaktiv informieren können hinsichtlich, dass sich etwas anbahnt, wenn zum Beispiel du jetzt den ISP-Provider Magenta Telekom Österreich zum Beispiel verwendest oder dergleichen. Also sprich, diese Client-Komponente ist derzeit nur als Collector, der im Hintergrund verschiedene Sachen macht, in einem Intervall von 15 Minuten oder je nach Konfiguration. Aber in Zukunft wird es so ausgebaut, dass sie eben auch als Sprachrohr zu jedem einzelnen User über den Push-Notifikationsweg herangezogen werden kann. Okay.
Was oder welche Daten werden zum Beispiel gesammelt? Also das, was Sie hier sehen, ist zum Beispiel so diese Übersicht-Page, die Homepage. Wie geht es in meiner Organisation hinsichtlich den verschiedenen Workloads, egal ob es Teams, Exchange, OneDrive oder SharePoint ist. Aber wir schauen uns nicht nur diese Workloads an, wie gut oder wie schlecht die performen, sondern wir nehmen auch all die Komponenten heran, wie zum Beispiel, welches interne Netz hat der User verwendet, ist er über Wi-Fi gegangen, ist er über den ISP Telekom Österreich gegangen. Also wir kennen ja, so wie es auch vorhin geschildert worden ist in dieser Grafik, die komplette Strecke von A bis Z, wo eben der End-User das Service von Microsoft bezieht. Deshalb können wir solche Informationen hier zum Beispiel auch auf einer Map darstellen. Also sprich, ich bekomme eine Übersicht geliefert, habe ich derzeit organisationsweit ein Problem in Teams oder im SharePoint-Bereich. Ich kann hier in verschiedenen Zeitintervallen runtergehen und bekomme auch hier noch so Informationen geliefert hinsichtlich meiner ganzen Calling-Infrastruktur. Verwenden meine User sehr viele Peer-to-Peer-Calls oder Gruppen-Calls etc. etc. Also es soll einmal so ein Dashboard-Gedanken geben, der einfach herangezogen wird. Ich habe dann die Möglichkeit, in den verschiedenen Bereichen reinzutauchen. Also wenn ich hier zum Beispiel in dem Teams-Bereich mich rein bewege, dann bekomme ich nicht nur mehr das aggregierte Bild, sondern dann bekomme ich schon ein Bild, ein mehr geschärfteres Bild, wo wir sehen, dass das Teams-Service an sich okay ist, aber dass das Presence-Service, was einer der Schritte ist, die wir im Hintergrund über diese App quasi testen, liefert mir momentan einen Moderate-Status, weil eben von den verschiedenen Countries, wo eben diese App auf verschiedenen End-User-Devices derzeit deployed ist, hier eben so eine aggregierte Darstellung geliefert wird. Okay, mit Presence gibt es jetzt ein moderates Aspekt, also einen moderaten Level. Warum sehen wir hier moderat und warum sehen wir hier zum Beispiel in dieser Tabelle überhaupt kein Moderate? Das ist ganz einfach erklärt. Wir nehmen immer den Bezug auf, wo befinden sich die meisten User und wo befinden sich und gewichten diese natürlich mehr, weil es wird nichts bringen, wenn Sie zum Beispiel einen Standort rot darstellen lassen, wo vielleicht nur ein User hängt und einen Standort grün darstellen, wenn vielleicht mehr User dort überhaupt kein Problem reporten oder einmelden. Sie sehen, es hat jetzt umgesprungen oder ist umgesprungen auf Presence High. Also sprich, nachdem hier zum Beispiel in Österreich, in diesem Land, die meisten User auch herangezogen werden oder die meisten User existieren, hat es auch eine höhere Gewichtung für den aggregierten High-Level-Aspekt von dem gesamten Teams-Service. Also Sie bekommen hier quasi gelistet, in welchem Teilbereich befindet sich momentan ein Problem und in welchem Bereich von meinem Teams-Service. Wenn ich hier vielleicht nicht die letzten 6 Stunden, sondern vielleicht die letzten 7 Tage mir betrachten möchte, dann kann ich das auch. Ich bekomme hier dann in einer Sekunde dargestellt, wie hat jetzt zum Beispiel diese Simulationen, die wir von jedem einzelnen Client regelmäßig alle 15 Minuten feuern, wie hat sich das über die Zeitachse verteilt, aggregiert gesehen. Und Sie bekommen hier auch in weiterer Folge genau dann runtergebrochen für den jeweiligen Kontinent, das Land, wie viele Clients reporten momentan für das Chat-Service aus Österreich einen OK-Status und wie viele reporten oder wie viele User reporten oder wie viele Apps reporten derzeit, wo das Login derzeit ein Problem darstellt oder wo das Login unüblich hoch von der Laufzeit her gewesen ist. Sie sehen hier schon einen Indikator, dass hier der normale Wert für ein Login-Event spielt sich auf den letzten 7 Tagen bei 200 Millisekunden ab. Aber genau von diesem einen User kam aber eine Messung rein mit 455 Millisekunden, was eine Verdoppelung des Wertes an sich darstellt und deshalb eben ein sehr unüblicher Wert von diesem einen User ist. Also sprich, wir nehmen anhand von der Anzahl der User und Clients eine Gewichtung heran, ziehen das quasi pro Country hinauf und stellen dann übergreifend dann nochmal gesamtheitlich über das Teams-Service diesen Wert dar. Jetzt stellen Sie sich wahrscheinlich die Frage, ja, was bringt mir diese Information, wo habe ich den Mehrwert? Der Mehrwert kommt dahingehend, dass Sie, und ich springe da einfach einmal auf diese Microsoft Twitter-Page von Microsoft, wie Sie wissen, wenn Microsoft ein Problem reportet, dann tun Sie das über das Service Health Grid, über das Admin-Portal oder eben über den Twitter-Channel. Und hier zum Beispiel bekommen Sie eben nur die Information, ja, wir überprüfen ein Problem derzeit in Teams und Outlooks, aber Sie bekommen keine Info, ob Sie wirklich auch davon betroffen sind, Sie mit Ihrem Tenant, ob Sie global betroffen sind oder vielleicht nur einzelne Bereiche, einzelne geografische Regionen. Sie bekommen diese Information von Microsoft nicht.
Und da setzen wir genau an, weil all die Kommentare, die dann in diesen Folge von verschiedenen Usern oder Kunden dann geschildert werden, ja, bin auch ich davon betroffen oder warum funktioniert Österreich und warum funktioniert Deutschland nicht. All diese Informationen, die hier als Kommentare geführt werden, können ganz einfach mit unserer Lösung beantwortet werden, weil ein User oder ein Kunde würde sofort erkennen, wenn Microsoft zum Beispiel das reportet, habe ich ein globales Problem mit meinem Tenant oder ist jetzt zum Beispiel nur mein Standort Österreich derzeit von irgendeinem Outage betroffen? Und die Frage stellt sich auch immer wieder, Microsoft ist nicht immer schuld, wenn es zu Performance-Problemen kommt oder zu Outages kommt. Also es spielt sich ja, weil ja die Netzwerkstrecke sehr, sehr lang ist, spielt sich ja auch sehr vieles im vorderen Bereich zwischen dem End-User und bis eben das DCP-Package, Packet in Richtung Microsoft dann reinrauscht, spielt sich ja alles davor schon alles ab. Also sprich, wir liefern hier von A bis Z quasi die totale Transparency, Visibility. Und das ist einmal so der erste Aspekt, sofort eruieren zu können, in welchem Bereich, in welcher Region haben meine End-User derzeit ein höheres Potenzial, dass sie ein Performance-Problem haben. Dargestellt. Wenn ich zum Beispiel jetzt sehen möchte, welcher User befindet sich hier hinter diesem High, oder wenn wir das Motorway zum Beispiel öffnen, dann bekomme ich hier genau diese zwei User dann dargestellt und diese zwei User haben hier zum Beispiel genau diese Informationen, wo eben diese Login-Events 14% höher waren als üblich in diesem Zeitraum von 6 Stunden, beziehungsweise bekomme auch hier Informationen schon geschildert, über welche Netzwerkstrecke kommen die User denn überhaupt herein. Also ich sehe hier zum Beispiel, dass bei diesem einen User der Azure Ingress Speed nur bei 7,5 Megabit pro Sekunde war und bei den anderen sogar höher, also wesentlich höher. Ich sehe aber, über welchen Provider die beiden User hereingekommen sind. Also ich hätte hier schon vielleicht so eine Indikation, dass es vielleicht durchaus durch ein ISP hier ein Problem oder das Problem eventuell durch den ISP kommt, weil der ISP hier vielleicht höhere Hops hat als im Vergleich zu den Vormessungen. Also hier habe ich nur diesen, oder nicht nur, sondern hier habe ich einmal diese Sichtweise, was war jetzt bei der letzten Messung ungefähr die Netzwerkstrecke mit Anzahl der Hops bzw. Roundtrip Time und das auch aufgebrochen zwischen ISP und Microsoft. Also ich weiß genau, wie viele Hops hat es innerhalb von Microsoft dann gegeben, bis ich das Backend-Service von dem Login-Event bekommen habe. Also sprich, ich bekomme hier wirklich von vorne bis hinten quasi diese Details geliefert. Und Sie wissen sofort, ob es ein globaler Event ist oder ein regionales Problem. Wenn wir uns aber diese ganze Netzwerkstrecke und so vielleicht ein bisschen mehr betrachten, dann würde ich da einfach einmal in ein Board hineinspringen, wo wir uns das Ganze von dem jeweiligen Internet Service Provider uns anschauen. Wie Sie wissen, Ihre User oder viele Ihrer User sitzen derzeit nicht in den Offices, sondern verwenden zum Beispiel das Homeoffice. Und im Homeoffice haben Sie überhaupt keinen Einfluss, welches Netzwerk er verwendet, ob er Wi-Fi verwenden darf, welchen ISP er verwendet. Sie haben überhaupt keine Einflussmöglichkeit, weil der User das verwendet, was er zu Hause verfügbar hat. Und genau das auch greifbar zu machen für Sie als Unternehmen, um eben genau gewappnet zu sein, wenn der User anruft und sagt, hey, mein Call war letztens wieder oder vor einer Stunde wieder ganz, ganz schlecht, Videoqualität schlecht etc. Mit diesem Werkzeug, was wir hier liefern, bekommen Sie komplette Transparency. Also immer wieder erwähne ich eben diese Möglichkeit, dass Sie hier Transparenz, Visibility, all diese Aspekte bekommen. Was zeigen wir hier zum Beispiel an? Auf diesem Dashboard? Auf diesem Dashboard zeigen wir hier zum Beispiel für das Land Österreich oder schränken wir das nicht einmal für Österreich und Deutschland ein, sondern schränken wir das einmal, gehen wir das einmal komplett frei vor und hier nehmen wir auch alle ISPs, weil ich vielleicht die ganzen ISPs sehen möchte. Was wir machen mit der Client-App ist, dass wir genau wissen, welcher ISP herangezogen wird. Ich habe hier zum Beispiel Informationen, dass zum Beispiel, wenn ich hier das Country Österreich nehme, dann sehe ich hier, dass User verwenden Hutchison 3, Magenta, A1 Telekom etc. Und ich sehe auch hier schon einen wesentlichen Aspekt, der üblicherweise komplett im Verborgenen scheint, die Peering Distance. Die Peering Distance ist ein Wert, wo zum Beispiel Ihr ISP Service Provider das Paket an Microsoft übergibt. Und üblicherweise sagt Microsoft, soll das innerhalb von 800 Kilometer stattfinden. Üblicherweise. Wie wir hier aber sehen, verwendet zum Beispiel in den letzten 7 Tagen, und wir können das dann gerne, schrecken wir so ein, auf die letzten 6 Stunden zum Beispiel. In den letzten 6 Stunden hat zum Beispiel auch dieser Provider Hutchison
meine Pakete, also der User, der im Hutchinson verwendet, mein ISP-Peering zu Microsoft in Amerika, also sprich in 8000 Kilometer gemacht. Man wird das dann gleich auch sehen, ob das wirklich in Amerika war oder nicht. Aber die Peering Distance, die minimale bzw. maximale, war immer Amerika oder immer Nordamerika vom Faktor her. Wenn ich es aber hier vergleiche mit der Deutschen Telekom, dann ist die Deutsche Telekom ein wesentlich besserer Provider, weil ich hier ganz klar sehe, dass bei all den Messungen, die ich bis dato von Usern bekomme, die über die Deutsche Telekom laufen, die geringste Distanz fast 500 Kilometer waren und die längste Distanz ein bisschen mehr. Also sprich, ich habe hier einen Provider, der sehr gut in das Microsoft-Netzwerk die Peering ja, oder das Peering zum Microsoft-Netzwerk stattfindet, während die anderen hier nicht so ideal sind oder nicht so ideal. Also jede Peering oder je größer die Peering-Distance ist, umso größer wird Latency. In weiterer Folge Roundtrip-Time wird dann auch größer. Ich bekomme einfach Aspekte rein, die einfach zu Problemen führen. Und deshalb bekommen wir hier genau das geliefert, um erkennen zu können, der User Stefan verwendet vielleicht diese und einen ISP, der derzeit nicht so ideal ist. Wenn ich aber hier vielleicht wieder auf die 7 Tage zurückspringe, dann bekommen wir hier, weil ja einerseits Roundtrip-Time, andererseits auch die Anzahl der Hops über den ISP, also wir zählen hier wirklich nur die gesamten Hops, die der ISP benötigt, um vom Netzwerk-Out-Projekt, von der Client-Seite her in Richtung Microsoft, wie viele Hops er braucht. Und hier sehen wir ganz schön, dass zum Beispiel die Telefonica von unserem Kollegen, der in Spanien sitzt, im Durchschnitt immer 33 Millisekunden an Roundtrip-Time hat. Wie wir alle wissen, Roundtrip-Time ist essentiell für Call-Quality. Je höher die Roundtrip-Time ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Probleme bekommen mit der Qualität. Und das ist wirklich nur der Aspekt von ISP. Also es zählt dann noch zusätzlich die Roundtrip-Time von internen Netzwerk dazu, plus auch das, was die Netzwerkinfrastruktur von Microsoft dann noch on top draufschlägt. Also Sie bekommen hier dann noch einmal dann diese Details geliefert, in welchem Netzwerksegment hier zum Beispiel die Roundtrip-Time hier sehr hoch war. Und hier sehen wir ganz schön, dass bei einer Telefonica in Spanien das immer auf diesem Niveau bleibt, beziehungsweise auch die Anzahl der Hops von dieser Telefonica immer sich bei rund 28, 30 Hops herumschwenkt, als im Vergleich, wenn ich da vielleicht nochmal reintauche, als im Vergleich zu anderen Providern, die hier unten quasi bei 3 Millisekunden Roundtrip-Time zum Beispiel oder geschweige hier auch mit wenigen Hops zum Beispiel auskommen. Also ich bekomme hier diese Informationen geliefert und diese Informationen liefern mir dann auch genau die Punkte, welcher User ist von dieser höheren Roundtrip-Time, die wir jetzt im Vergleich zwischen Historie plus eben das kürzere Intervall, habe ich hier eine Steigerung, habe ich hier ein Flattening. Wir beziehen hier die verschiedenen Messergebnisse ran und können quasi eine Tendenz zeigen, wo zum Beispiel hier 6 User derzeit betroffen sind, dass das Roundtrip oder auch die Anzahl der Hops wesentlich steigt als im Vergleich zu den Stunden davor. Ist aber vielleicht nur ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt, den wir mit all den Daten anstellen können, ist, so wie auch der Herr Vogler schon angemerkt hat, alles, was mit Call Quality zu tun hat. Und da ist natürlich wichtig, dass man einerseits das ganze Netzwerk kennt, beziehungsweise in weiterer Folge in weiterer Folge eben auch, welche Devices werden von den einzelnen Usern verwendet etc. Was Sie hier sehen, ist einmal so eine schnelle Übersicht. Gab es in den letzten 7 Tagen irgendwelche Packet Losses hinsichtlich Calls, die stattgefunden haben? Ich sehe hier zum Beispiel, dass es in Summe 19 Calls gab, wo der Audioqualität nicht gut war, beziehungsweise 21 Calls, wo die Videoqualität nicht gut war. Also ich bekomme da mal so ein Bild gezeichnet, wo ich mal so ein Gefühl kriege, okay, was ist ungefähr das Ratio und was schlägt sich aufhand von Packet Loss da? Ich bekomme auch hier zum Beispiel aus Basis von diesen, welche User sind von diesem Packet Loss betroffen gewesen, auch die sogenannten Call-IDs geliefert. Wenn Sie es vergleichen zum Beispiel mit dem, was Sie von Microsoft Out-of-the-Box-Capabilities bekommen, ist es ja einerseits das Call-Quality-Dashboard beziehungsweise die Call-Analytics, das Call-Analytics-Dashboard. Die sind vom UI her perfekt designt von Microsoft, haben aber einen der großen Nachteile, dass Sie hier jeden einzelnen User durchgehen müssen. Also der User ruft an beim Support-Helpdesk und sagt, ich habe ein Problem gehabt. Und der Support-Helpdesk muss dann jeden einzelnen User, der in dem Call dann drinnen war, also wenn es ein Gruppencall war mit 10 Usern, müsste er jeden einzelnen User durchklicken und schauen, wie war die Performance und schaut halt einfach dann die Rohe Ergebnisse grundsätzlich an.
Wir haben einen anderen Ansatz. Wenn der User zum Beispiel anruft, in dem Falle nehme ich einfach das Beispiel, in dem Falle wollte ich hier auf die Call-Liste gehen. In dem Falle macht man das Beispiel, der User Günther ruft an und sagt, ich habe ein Problem gehabt mit einer Call-Quality. Dann würden Sie hier quasi den User auswählen. Sie bekommen hier die gesamte History von den Calls, die er in den letzten Stunden oder Tage gehabt hat und würden dann auf die jeweilige Call-ID klicken, die dann in weiterer Folge zum Beispiel dann dieses Dashboard dann öffnet. Und was Sie hier sehen, und das ist jetzt ein Beispiel von unserem Kollegen Arne und Luis, die haben vor ein paar Tagen einen Call gehabt, hat in Summe 32 Minuten gedauert. Ich sehe hier zum Beispiel, der Initiator war der Luis und die Details, die ich jetzt hier unten sehe, sind alles von dem Client, wo der Luis quasi den Call durchgeführt hatte. Unschein oder unweit verkennbar quasi, auch er hatte eine Peering Distance, die ihn nach Amerika geschleust hat von seinem Telefonica-Provider. Aber spannenderweise, er wurde von seinem Provider dann ziemlich, nachdem der Call abgeschlossen war, also nach 13.57, bei der nächsten Messung 13.50, hat ihm der Provider plötzlich nicht nach Amerika rübergeroutet, sondern interessanterweise nach Frankreich, wo er eigentlich grundsätzlich immer hätte sein sollen oder zumindest in der Nähe von Spanien, aber nicht bei Amerika. Und diese amerikanische Peering Distance hat natürlich eine höhere Latency dann unterm Strich quasi zur Folge, die natürlich dann Call-Quality-Aspekte dann mit sich bringt. Aber neben diesen ganzen Traceroute-Details haben wir auch die Informationen sichtbar über die Call-Metriken. Und wenn ich jetzt genau wissen möchte, wo lag wirklich das Problem, warum dieser Call hier als poor eingestuft worden ist, was auch der User mir am Telefon geschildert hat, dann bekomme ich das genau bei den Call-Metriken geliefert. Weil wenn ich hier zum Beispiel ganz rechts rüber scrolle und ich sortiere hier Call-Quality, bekomme ich hier drei Zeilen geliefert, wo eben dieser Pur-Indikator angeschlagen hat. Und wenn ich rüber scrolle wieder, um den Titel, den Label zu bekommen, dann sehe ich absolut, dass ab dem Zeitpunkt, wo Applikations geshared worden ist, genau diese Qualität im Video-Sharing oder im Video runtergebrochen ist. Also man sieht es hier einerseits mit Average Packet Loss Rate plötzlich 15%. Davor war es irgendwie bei 0,00 irgendwas Prozent. Plötzlich lag es bei 15% Packet Loss ab dem Zeitpunkt, wo Applikations geshared worden ist. Also ich habe hier einen Impact verspürt ab dem Zeitpunkt, wo einer von den beiden, oder in dem Falle der Callie, also Louis, etwas geshared hat. Als Indikator, also das grundsätzliche Audio und Video war noch nicht das Problem bei dem Call, sondern erst der Zeitpunkt ab dem Zeitpunkt, wo Application geshared worden ist. Und wenn ich da vielleicht diesen Aspekt mit Netzwerkdetails da vielleicht auch noch reinbringen möchte, dann würde ich hier zum Beispiel sehen, okay, der Louis hat hier zum Beispiel ein Profile-Network, ein Wi-Fi-Network, Movistar Plus verwendet, wo er eine Signal Strength, wo haben wir es zum Beispiel, hier zum Beispiel auf 100%. Also seine Wi-Fi-Connection war definitiv nicht sein Problem hier, weil die zeigt eindeutig exzellent an, sondern es wird höchstwahrscheinlich von der Netzwerk-Routing-Peering-Distance hier das Problem gewesen sein, beziehungsweise auch eventuell etwas auf seinem lokalen System. Deshalb bringen wir ja auch Informationen rein, die darüber hinaus quasi Infos darstellen. Hat er in letzter Zeit irgendein Update eingespielt und das war da vielleicht der Grund, warum jetzt plötzlich all seine Calls jetzt schlechter geworden sind. Welche Devices verwendet er? Also das sind genau die Informationen, die hier zum Beispiel hereinfließen, die hier auch abgreifbar sind. Also das vielleicht so ein als Use Case, wie würde man vorgehen, wenn ein User zum Beispiel Schmerzen verspürt hat. In dem Falle sieht man es ganz gut, dass eben Telefonica hier eines der Bottlenecks war oder einer der Mitgründe war. Und hier wäre zum Beispiel so eine Call to Action zu sagen, okay, lieber User, hättest du eine Möglichkeit, dass du vielleicht deine ISP wechselst, weil wir sehen über die gesamte Laufzeit von den letzten 2-3 Monaten immer wieder, dass die Telefonica dich nach Amerika rüberroutet und nicht eben alles in Deutschland oder in Europa belässt. Also genau diese Insights gilt es eben genau hier transparent zu machen, um eben genau ihnen so ein Werkzeug in die Hand geben zu können, die es ihnen ermöglicht, genau eingrenzen zu können, beziehungsweise auch schnell eingrenzen zu können, wo das Problem schlussendlich gelegen ist. Je mehr Daten, je mehr Clients Sie aktivieren, umso schärfer wird das Bild Ihres Unternehmens hier hinsichtlich dieser ganzen Services. Und ja, deshalb würde ich ja mal auch von dieser Präsentation hier auch den Schlusspunkt setzen und würde einfach zurück übergeben, ich glaube, zu Alexia, um eben, Entschuldigung, zum Florian, weil der Florian noch ein, zwei Folien noch parat hat, bevor wir dann in die Question Answers dann rüberspringen. Genau.
gebe wieder zurück zu dir, Florian. Ja, ich war gemutet, weil ich nämlich bis vor 2 Minuten eigentlich nicht mehr da war. Also ich bin jetzt 30 Minuten sozusagen rausgefallen aus dem Internet. Das hätte man jetzt auch sehen können in den Daten sozusagen. Aber ich kann dann doch noch den Abschluss machen. So, und zwar würde ich ganz gerne einfach nur zum Abschluss nochmal zusammenfassen, was wir jetzt also gesehen haben. Wir haben jetzt einerseits sozusagen zu Beginn der Präsentation Office Expert Enterprise gesehen und ich habe vergessen, meine Kamera einzuschalten, was wir auch noch machen. Und das war eben sozusagen das ist die On-Premises-Lösung, die bei Ihnen On-Premises alle Informationen aus den M365 Workloads beziehen kann und einen speziellen Fokus eben auf Teams, Nutzung, Zusammenarbeit hat und ganz allgemein das Lizenzthema bedienen und wie wir es auch vorher gesehen haben, zum Beispiel Aktivitäten externer Benutzer. Das ist aber, wie gesagt, nur die Spitze des Eisbergs. Viel mehr könnten Sie sehen, wenn Sie Lust hätten auf eigene Installationen bei sich. Das, was wir im zweiten Teil dann gesehen haben, war Office Expert Endpoint Performance Monitoring. Und auch da würde ich Ihnen gerne ans Herz legen, wenn jemand bei Ihnen Lust hat, sozusagen bei uns Designpartner zu werden für die Endpoint Performance Monitoring Lösung, dann würde man uns freuen, wenn Sie die oben abgebildete URL sehen. Die brauchen Sie sich jetzt weder aufschreiben noch merken, weil Sie im Nachgang natürlich die vorhin bekommen. Und sozusagen im Geben- und Nehmen-Prinzip gibt es natürlich auch was von uns für alle die sich für eine Designpartnerschaft mit uns beim Endpoint Performance Monitoring entscheiden. Warum Designpartner? Weil wir, wie gesagt, das Produkt erst sozusagen vor kurzem aus der Taufe gehoben haben und im Moment im Rollout bei verschiedenen Kunden sind. Und wer zuerst kommt, der malt zuerst. Damit hätte ich nur noch eine letzte Slide sozusagen und möchte mich vielmals für Ihre Zeit bedanken. Darf das, glaube ich, auch im Namen von Stefan Fried und wir freuen uns auf Fragen und Antworten in jeglicher Form. Wer jetzt zu schüchtern ist, kann es gerne natürlich auch im Nachgang über Adcom an uns die Fragen richten. Aber jetzt erstmal für alle, die mögen, Hand heben oder Fragen in den Chat schreiben. Oder wir können jetzt unmuten und damit würde ich auch das Wort sozusagen begleitend dazu an Alexia übergeben. Vielen Dank. Ich habe jetzt mal alle unmuted und Sie können jetzt die Fragen stellen, indem Sie dann nochmal Ihr Mikrofon selbst anmuten, damit Sie dann die Frage stellen können. Sie können aber auch jederzeit in die Chatbox reinschreiben. Gibt es noch Fragen? Ja, hallo. Mich würde interessieren, wie ist denn das Preismodell dahinter? Welche Metriken gibt es? Ist das auch ein Subscription-Modell oder wie kann man sich dem Thema annähern? Florian, möchtest du? Oder? Ich glaube, das ist besser bei dir aufgehoben. Okay. Alles, was bei Office Expert ist, ist Subscription-based. Also jährliche Lizenz auf Basis der Anzahl der User, die Sie in Ihrem Azure AD geführt haben als aktive User oder als enablede User. Genau, das wird als Basis für die Lizenzierung angezogen. Das Gleiche gilt es auch bei EPM. Wobei wir auch bei EPM so flexibel sind, dass Sie sagen, okay, ich möchte jetzt nicht diese kleine Applikation bei 1000 Rechnern rausdeployen, sondern vielleicht nur bei 200 Rechnern. Dann gäbe es auch hier bei EPM diese Möglichkeit hier auf die Anzahl der User oder auf die Anzahl der Client-Devices, die Sie heranziehen wollen, hier zu reduzieren, zu limitieren. Aber das Ziel sollte grundsätzlich sein, damit ich eben das gesamte Big Picture von meiner Organisation bekomme, ist eben macht es am meisten Sinn, eben alle User zu lizenzieren, damit Sie eben hier die volle Darstellung bekommen. Und gibt es bestimmte Mindestlaufzeiten, Maximallaufzeiten? Ist es 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre? Angebote über die Adcom oder wie kommen wir da dran? Okay, nachdem ich jetzt kein Seller bin, würde ich einmal grundsätzlich sagen, die Subscriptions laufen
oft auf ein Jahr, also mindestens ein Jahr. Aber wenn Sie sagen, Sie wollen gleich eine Subscription für 3 Jahre machen, dann steht da auch nichts im Wege, auch diesen Schritt zu machen. Aber grundsätzlich ein Jahr ist immer diese Laufzeit, die Mindestlaufzeit, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass ich jetzt den Sales-Hut aufhabe. Thorsten, du kannst gerne auf mich zukommen. Okay, vielen lieben Dank. Dran. Schon erkannt. Dankeschön. Gerne. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten, wie Herr Vogler gesagt hat, Sie können sich auch gerne jederzeit an uns wenden mit Ihren Fragen, sodass wir diese dann selbst beantworten oder auch weitergeben an die Panagenda. Gut. Dann vielen Dank nochmal, Herr Vogler und Herr Fried, für das spannende Webinar. Und dann wünsche ich erstmal allen einen schönen Nachmittag. Und genau, bis dahin. Bleiben Sie gesund. Gleichfalls. Vielen Dank auf jeden Fall an alle. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.